Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zu Wiska Tabak, eurem Fußball-Podcast. Und heute haben wir eine Spezialfolge mal wieder am Start, weil die UEFA Champions League steht vor der Tür. Deswegen wird euch heute die Folge auch präsentiert von Prime Video Sport, und mit dabei ist der gute Companiero Wiska Barça, Anton. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zum nächsten exklusiven Videopodcast auch. Für die Leute, die gerade nur zuhören, ihr findet natürlich den Link zum Videopodcast in den Shownotes. Und Tone, hast du eigentlich mein cooles Shirt gesehen, Digga? Ja, Anton hat ein Barca-Trikot an, und parallel spielt, übrigens muss man dir zugutehalten, gerade spielt Barcelona gegen Atletico Bilbao. Oh Gott, ich hab... Bro, wir müssen euch erzählen, was ich hier für ein Struggle hatte, ne? Hier wieder mein Setup aufzubauen, weil ich immer unterwegs bin. Bro, wie viel steht's? Weißt du, was da gerade alles passiert ist? Es steht 80. Minute 0-0, und Anton nimmt währenddessen mit uns Podcast auf, weil er ein Macher ist. Richtig und richtig. Und übrigens, Bro, was man auch noch erwähnen sollte, wir reden heute über Themen wie über die UEFA Champions League. Dienstag steht der Topic an, den seht ihr live und exklusiv bei Prime Video Sport. Und wir reden natürlich außerhalb auch von der UCL, haben wir auch noch ein paar Themen am Start. Es gibt Tuchel-Themen, Nachfolger, bleibt nach dem Spiel mit Lazio. Bro, dann dieses Riesenskandal bei Real Madrid, was passiert ist im Spiel. Das ist unglaublich, Leute. Mitbekommen. Ja, Anton hat da nichts mitbekommen. Nein, Spaß, nein, das war, also muss ich wirklich sagen, safe. Da wurde Real auch mal wirklich krass betrogen. Ja. Und heute ist die 7. Spezialfolge mit dem Blick auf Bayern gegen Lazio. Und Freunde, wie es Anton gesagt hat, in den Shownotes ist der Link zum Videopodcast. Später machen wir auch eine Runde Tic-Tac-Toe, und da werden wir noch andere coole Dinge machen. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Einfach den Link anklicken, und dann seht ihr auch den Videopodcast. Da auch ein dickes Dankeschön an Prime Video, weil das ist nicht selbstverständlich. Da freuen wir uns riesig. Hast du gesagt, dass wir am Ende auch auf die Zuschauerfragen eingehen werden, die in die Comments geschrieben wurden unter die Folgen? Ja, hast du das schon? Machen wir auch. Und ihr könnt wie immer auch Kommentare. Ich will es nur ganz schnell machen. So, schau mal, hier habe ich schon aufgeschrieben. Ja, hast du auch TikTok? Ich habe auch TikTok. Weil das letzte Mal war ein bisschen lost, weißt du? Da haben wir so, wo bist du, wo ist da? Genau, deswegen genau. Deswegen haben wir, wie in der Schule, wie bei Stadt, Land, Fluss, einen Zettel geschrieben. Tone, das ist übrigens kein Barca-Trikot. Guck mal, mein Back. Opa. Hier, was ist das? Ganzen Zungen. Und vorne, Bro, das sind die Rolling Stones Version. Barca hatte ja bei den letzten 4 Klassikos, glaube ich, jedes Mal ein anderes Special-Trikot-Design. Also statt, es ist gerade der Konkurrent, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall statt der Hauptsponsor von Barca war dann halt irgendwie der das Logo von, Drake einmal, von Rosalia, von den Rolling Stones, und was war denn noch? Nee, das war's schon, oder? Das war's schon? Okay. Übrigens, Anton, guck mal, Bro. Das kann ich gerade nicht essen, wegen dem Podcast, aber guck mal. Es gibt Tintenfisch frittiert mit Reis und mit leckerem Salat. Nach der Podcast-Folge, Freunde. Tone, ein Tintenfisch-Snack, Snacks jetzt mal für die Community, komm. Komm, Digga. Ich mach Geschmackstest wie Anton, okay? 1-10. Mm. Oh, ich hab gerade mit für dich reingebissen, ich sag's dir. Ist gut. 10/10, Digga. Nein, wirklich. Leute, bevor wir jetzt auch zu den ersten Themen kommen und auch insbesondere zum Topic, der Dienstagabend wieder exklusiv und live bei Prime Video. Was denn? Oh. Guck mal, Prime Video Sport zu sehen ist auch im normalen Prime-Abo enthalten. Unsere treuen Zuhörer wissen das ja auch, oder Zuschauer. Wir freuen uns auch jedes Mal auf die Folge. Und jetzt bin ich vom Tone, du hast mich jetzt mit deinem Finger verwirrt. Nee, ist kein Problem. Auf jeden Fall, Dienstag ist der Topic. Ich glaube, die Woche drauf ist ja schon confirmed, sogar das Rückspiel. Es ist noch ein bisschen zu früh, aber können uns noch freuen. Barcelona gegen Neapel. Wir müssen auch heute auch nochmal ganz kurz, wenn wir dann zu einem eigenen Thema auch kommen, über Barca reden. Aber erstmal ganz Fokus auf Bayern Lazio. Und ich muss sagen, Bro, eigentlich für Prime, also für Prime Video dort vor Ort im Stadion? Genau, bist du dort? Am Dienstag bin ich der Experte vom Prime Video Sport, also Experte in Anführungszeichen. ich bin nämlich dort und werde mir das Spiel angucken. Anton, dann sehen wir uns auch dort, da freue ich mich drauf. Und ich werde es einfach genießen, da wird es auch einen Stream geben und so weiter. Also, das wird echt riesig geil. Und ihr könnt übrigens, Freunde, auch beim Videopodcast immer einen Kommentar schreiben, dann seid ihr dann bei der nächsten Folge mit dabei. Weil heute werden wir wieder ein paar Kommentare aufgreifen. Aber Bro, langer Rede. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir aufzunehmen. Ich habe richtig Lust. Und wie viel steht es bei Barca? Ganz kurz. Das ist 0-0, wichtig, Bro. Das ist so wichtig. 88. Minute, Bro. Es wird nichts mehr passieren, glaube ich. Das Ding ist durch. Wenn das jetzt Real wäre, wüsste ich, die würden noch ein Tor machen. Ja, oder eins schießen, aber das zählt dann nicht, ne? Das Pass ist auf, ja auch passiert. Wirklich ungelogen. Ich sehe, die sind 2-0 hinten gegen Valencia. Ich so, Mann, geil, Alter. Vielleicht wird Liga doch noch spannend. Ich schalte ein, Tone.
ich weiß nicht, ob es 3 Sekunden waren oder 7 Sekunden, sofort 2-1 gemacht. Ich so, Alter. Ich schalte ein. Du bist echt so ein falscher Augenleger. Nee. Also falsch rum. Es bringt einfach nichts mehr. Aber lass, Bro, über Bayern gegen Lazio reden. Wir spielen zu Hause in der Allianz Arena. Thomas Tuchel wurde ja im Sommer, also für den Sommer wird er nicht mehr Trainer sein. Da gibt es dann Nachfolge, da reden wir später noch genauer drüber. Aber Bro, er hat auf jeden Fall ein Endspiel, so wurde es kommuniziert. Sprich, eigentlich ist es jetzt ja ausgemacht, dass jetzt Ruhe einkehren soll beim FC Bayern München mit der Trainerposition und alles drumherum. Das ist aber nicht so der Fall, denn wenn er das Spiel jetzt verliert gegen Lazio und Bayern fliegt raus oder ein Unentschieden, dann wird Thomas Tuchel zu 99% gefeuert und dann werden wir eine Zwischenlösung bekommen sozusagen beim Verein. Weil dann die Saison ist dann vorbei, Leute. Da geht es dann in die Entwicklung der Spieler. Und Thomas Tuchel schießt ein bisschen gegen Eberl, dann schießt er dahin, dann schießt er dahin. Der ist nur noch am Shooten, der Mann. Das tut natürlich der Mannschaft nicht so gut, auch gegen seine eigenen Spieler. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Anton. Der kritisiert wirklich auch individuelle Fehler. Und es gab es damals bei Bayern nicht so von anderen Trainern, Ottmar Hitzfeld und Co. Sie haben nie so individuelle Fehler aufgegriffen, weil das hilft. Gleich in 1999 zurück, Digga. Wann war Ottmar Hitzfeld da, Digga? 2008 oder so. Ich sag sowas direkt doch Dinge, ey. Trapattoni, Alter. Trapattoni, ich habe Flasche leer, Freunde. Nein, aber ich wollte sagen, sowas gab es beim FC Bayern nicht, dass du wegen. Wenn du einen Fehler machst, Bro, dann tritt dir keiner hinten in den Arsch, sondern da wird das intern gemacht und da wird halt auf die Schulter geklopft. Das braucht man ja auch als Spieler. Aber gut. Bro, paar Fakten zum Spiel. Gegen Lazio Rom schoss Jamal Musiala sein erstes Tor in der UCL in der Saison. Dann, Fun Fact, als wir beim Dreh waren für Prime View Sport, wo wir ihn beide getroffen haben und interviewt haben, genau. Da war, glaube ich, auch eine Frage, die ich ihm stellen musste, also so, ob er das noch weiß. Gegen wen hast du eigentlich dein erstes Champions-League-Tor geschossen? Er so, Salzburg. Er so, Jamal, das war nicht gegen RB Salzburg. Er so, ach ja, stimmt, Lazio. Lazio. Man denkt immer so, ich meine, erstes UEFA Champions League Tor für so einen jungen Spieler, das kannst du doch nicht vergessen. Das kommt auch wie aus der Pistole geschossen, oder? Aber ich glaube, für Jamal ging das damals alles so extrem schnell, Schlag auf Schlag, dass da gar keine Zeit bleibt, so alles abzuspeichern, so in allen Details. Genau, wenn du so zu viele Erfolgserlebnisse hast, dann vergisst du vielleicht den einen bisschen schneller. Dann Lazio Rom hat 1999 und 2000 im Viertelfinale, was? Also offensichtlicher kann man das nicht ablesen, Tone. Das letzte Mal als Lazio Rom, Leute, die das Viertelfinale erreicht hat. Vor UEFA Champions League Finale. UEFA Champions League, jetzt hast du mich rausgebracht, Bro. War 1999, 2000 Saison. Damals, wir hatten wer hat da die Champions League gewonnen? Boah, das ist eine gute Frage. Das steht jetzt hier auch nicht, Leute. Wir 99, 2000? Boah. 2001 war Leverkusen gegen Real Madrid, oder? Mit Zidane. Das kann gut sein. Bro, da bist du der Brainy. Nee, 2-1 war Bayern. 2-2 war es nicht sogar 2000? Das muss ich jetzt kurz googeln. Das geht ja nicht. Okay. Finale. Champions League Finale 2000. Das letzte Mal, Freunde, letzter Fun Fact. Das letzte Mal als Lazio in der UCL 2020, 2021 war der Gegner im Achtelfinale auch FC Bayern. Also Bro, das heißt, letztes Mal Champions League. Aber sie haben beide Spiele damals verloren. Ja, oder? Genau. Und jetzt haben sie also das erste Spiel schon mal gewonnen. Ja, naja, gut. Da würde ich von dir gerne wissen, wenn du googelst, mein Kollege, mein Cousin. Anton, was ist für dich der Tipp für das Spiel? Was denkst du, wie geht das Spiel aus? Du wirst auch vor Ort sein. Was callst du? Ganz kurz, bevor ich dazu komme. Ich habe, Oh, boah, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja. Also 99 hätte ich gewusst, safe. Ja. Das Man United gegen Bayern im Camp Nou, das ist halt wegen Barca halt auch immer im Kopf geblieben. 99, 2000, also da, wo Lazio auch das letzte Mal im Viertelfinale stand, der UCL, war im Stade de France im Stadtteil Saint-Denis. Da ist ja auch das letzte Mal ein Champions-League-Finale stattgefunden, wo ich auch vor Ort war. Liverpool gegen Real Madrid. Alter, das war ein Chaos von der Organisation. Das kannst du nicht vorstellen. Da war irgendwie 25 Minuten Verzögerung. Die mussten zweites Mal rauskommen zum Aufwärmen, die Spieler. Real Madrid gegen Valencia. 3-0, auch Real. Und dann haben sie 2 Jahre später, 2002, das war das Spiel, wo sie da diesen Volley gemacht hat gegen Leverkusen. Und 2001, die Saison, war Bayern gegen Valencia und da war dieses legendäre Elfmeterschießen von Kahn. 0-0, genau, okay, krass. Aber da war ich 4 Jahre alt. Verlängerung. Bro, da waren alle Tore nur nach Elfmeter. Ja, weißt du noch?
Ja, das ist 1-0 von Bayern, dann ist 1-1 und so weiter. Ich habe mir dann bei YouTube die Highlights so damals mal angeguckt. Aber gut, Bro, was ist dein Tipp fürs Spiel? Hau mal raus, Ergebnistipp. Ja, also ich war ja im Hinspiel vor Ort. Das war übrigens unfassbar und ich bin echt auch gespannt, was für eine Stimmung jetzt sein wird in der Allianz Arena. Können wir gleich auch noch ja, uns mal vorstellen, wie das da so sein wird. Tun, du bist ja auch im Stadion. Und ich habe in meinem Video gesagt, Leute, egal ob mit Tuchel, ob ohne Tuchel, Bayern wird das noch machen. Auch wenn das heute wieder, also im Hinspiel, keine gute Leistung war. Dann jetzt in der Bundesliga fand ich, war es wieder ein bisschen besser, aber auch nicht überragend, immer noch nicht. Man hat jetzt noch mehr Rückstand auf Leverkusen. Die patzen einfach nicht. Das ist der, also man kann, also Tone, 10 Punkte werden die. Es ist wirklich endgültig. Also ich habe bei 7 Punkten schon gesagt, das wird sehr, sehr schwer. Jetzt 10 Punkte Leverkusen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Und das wird echt eine historische Endzeit jetzt für den Verein. Ich habe auch eine Story. Und für Bayern ist es auch was Historisches, weil sie halt nach 11 Jahren gechoked haben in der regionalen deutschen Liga. Regionalen, wie das klingt. und ja, ich glaube, egal was, Tone, no disrespect gegen Lazio, das wäre einfach der Super-GAU. Und wie du schon gesagt hast, der Tuchel fliegt dann instant. Also da wird jetzt nicht mehr bis zum Ende der Saison gewartet. Die schaffen das. Egal mit welcher Aufstellung, egal was, die werden das schaffen. Und ich tippe. Was tippst du? 2-1 nach regulärer Spielzeit. Und Verlängerung macht Bayern ein Tor noch, also 3-1. Also Freunde, letzte 5 Spiele von Lazio, damit ihr wisst auch, wie die im Loch sind. Klar, Bayern 3-mal in Folge verloren, da haben sie ein Spiel gewonnen mal wieder. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Bayern gegen Leipzig. Dann haben sie das nächste Spiel jetzt unentschieden gegen Freiburg gespielt. Das war erste Halbzeit katastrophal. Aber Lazio hat gegen AC Mailand 1-0 verloren. Dann haben sie gegen die Fiorentina 2-1 verloren. Dann haben sie in Turin 2-0 gewonnen. Und dann gegen Bologna verloren, dann gegen Bayern gewonnen. Das heißt, aktuell 2 Niederlagen im Stück. Und sonst sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich finde persönlich, dass Bayern auf jeden Fall das Spiel gewinnen muss. Da gibt es eigentlich gar keinen Weg dran vorbei quasi, Bro. Das muss 100%. Die müssen das holen. Mathis Tell bin ich auch sehr gespannt. Der spielt ja jetzt von Anfang an, nach der Leistung auch gegen Freiburg, nach dem wunderschönen Tor. Ganz, ganz wichtig. Musiala auch ein wunderschönes Tor geschossen, Bro. Das waren echt 2 Goldtreffer quasi. Und ich bin davon überzeugt, dass sie in der Kabine, dass sie 100% geben werden, dass sie sich zusammenreißen werden vor dem Spiel. Die haben die Fans hinter sich, was ganz, ganz wichtig ist jetzt auch in der Allianz Arena. Ich hoffe, dass die Fans auch richtig supporten. Und 100%. Wen sie aber, Bro, nicht so hinter sich haben, ist in meinen Augen Thomas Tuchel. Weil du merkst einfach, dass der wie so eine bisschen, also jetzt nicht wirklich nicht böse, ich mag Thomas Tuchel so gerne als Trainer und auch als Menschen finde ich ihn irgendwie sympathisch, weil er auch immer so direkt ist. Aber er wirkt für mich wie so eine kleine Zicke oder sowas, weil jetzt fängt er an zu schießen, seitdem er jetzt auch raus ist, noch mehr als davor. Und das tut der Mannschaft nicht gut. Er muss nicht drauf achten jetzt, wen er aufstellt. Aber genau. Das ist jetzt keine mittelfristigen und langfristigen so Bro, dann ich weiß schon. Genau, dann also schießt er auch so. Quasi, er kann jetzt immer machen, was er will, so mäßig. So hat das ja formuliert. Ja. Und ab und zu schießt er noch keine so. Keine Rücksicht mehr nehmen, das war ja sein Wortlaut. Genau. Und hinten raus zwischen den Zeilen und so schießt er dann gegen Bayern, gegen Eberl, dass sie das und das gemacht haben, dass sie jetzt so und so auf den Vorstand gewechselt haben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also, der macht wirklich so ganz viel Feuer und dann, wie gesagt, kritisiert er die Spiele noch immer direkt. Und weist auf aber die Tone, krassen Fehler auf. Was auf jeden Fall bei diesem ganzen Konstrukt auch logisch ist, es ist nie einer Seite nur schuld. Nein. Ob jetzt nur jemand vom Vorstand schuld ist oder nur der Trainer oder das. Da sind viele Sachen nicht gut gelaufen. Nein. Und die Spieler haben es ja auch selber gesagt, hey, die einen haben mehr den Trainer in Schutz genommen, die anderen weniger oder haben sich komplett rausgelassen. Schau mal. Ich glaube, Müller war auch immer einer, der gesagt hat, hey, ja. Die Spieler müssen Verantwortung übernehmen, ne? Klar, und die sind ja selber auch extrem auf sich wütend. Ich habe auch Jamal in ein Interview gehört nach dem Freiburg-Spiel, der hat ein überragendes Tor gemacht. Das war ja wirklich wieder so der Prime Musiala, den wir kennen und lieben, seinem tollen Dribbling. Und er meinte auch, wir sind unglaublich wütend und wir finden es nicht geil, in welcher Lage wir sind. Aber natürlich geben wir alles und wir wollen die Spiele gewinnen, aber momentan läuft es halt einfach nicht. Genau. Deswegen bin ich auch auf dem Spielverlauf sehr gespannt, Bro. Ich glaube, das wird am Anfang sehr nervös alles sein bei Bayern. Ich denke, dass wir nicht so ein Feuerwerk von Anfang an sehen, sehr konzentriert, sehr nervös, weil es eben sehr, sehr viel zu verlieren gibt, Bro. In diesem einen Spiel kann die ganze Saison quasi danach zu Ende sein.
Und das wäre natürlich der Super-GAU. Ich glaube, sehr weit kommen sie dieses Jahr dann nicht mehr in der Champions League, einfach so, wie es jetzt läuft. Aber man weiß halt nie. Deswegen, man darf nie aufhören, so quasi dann zu glauben oder zu hoffen. Du weißt echt nicht. Vielleicht hast du Glück beim Los und Ich dann. will eine Frage stellen. Ja. Schätzt du Bayern oder Barca gerade stärker ein? Bayern oder In der Barca? aktuellen Lage, also in der aktuellen Form. Also, Ich wer glaube, da nimmt jetzt sich vor allem nicht Bayern viel. als krass einschätzt, hat die Kontrolle über sein Leben quasi verloren, aktuell. Und wer Barca als krass einschätzt, hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist Nee. das. Ich sag dir ehrlich, ich schätze jetzt no front so an Barca. Aber für mich, schau mal, die haben jetzt auch wieder 0-0 gegen Bilbao gespielt. Klar, die haben ab und zu mal gute Spiele. Ich sag dir, das macht sich Ist ein nicht klares viel. Spiel, oder was? Ich sag einfach, macht sich nicht viel. Das ist so ein 50-50-Game, 60-40 für Bayern vielleicht. Aber Ist Bro, das Spiel aus? aktuell. Ja, ist schon aus, Sorry, ich schon muss aus, einmal ja. gucken. Ah, Das Ding ist okay, over. einmal gucken, ja. Mann, da patzt Real Madrid einmal und wird eigentlich um 3 Punkte betrogen und wir nutzen nicht mal das, ey. Naja, schon wieder. Ist aber das, die La Genau. Liga habe ich ja eigentlich auch schon Ich halb sag dir, Bro, abgewunken. Bayern wird das Ding 2-1 gewinnen. Lazio macht auch einen Treffer. Meine Aber reicht ja Prediction nicht. Ist ja 2-2 2-1. dann. Ja. Genau. Darauf wollte ich noch. Und dann geht man in die Verlängerung. Und dann wird Bayern, Bro, im Elfmeterschießen gewinnen. Ich sag, die machen es nicht aus dem Spiel heraus mit so einem 2-0, weil sie liegen mit 1-0 hinten, wegen dem Hinspiel, wegen Immobile. Und dann wird gezaubert beim Elfmeterschießen. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Das war richtig Okay. dramatisch. Oh, das wäre natürlich, er würde die Allianz Arena aufkochen lassen. Ja. Hoffentlich dann noch ins Positive am Ende. Ich glaube Das nämlich, heißt, du dass. sagst auch Verlängerung, ne? Ja, Verlängerung. Und ich glaube auch, dass Bayern nicht ohne Gegentor durchkommt. Und dann kann ich mir nicht. Also, ich hoffe natürlich, dass sie dann 3 Tore schießen. Aber das ist einfach die Prediction, Freunde, offen und ehrlich, damit ihr da Bescheid wisst. Und dann, ja, Recap zum Hinspiel haben wir eigentlich quasi ja schon gesagt. Das war das 1-0. Das war ziemlich, ziemlich schwach. Man hatte schon Torchancen, hätte man mehr draus machen können, aber Ich fand die erste kein guter Halbzeit mich Auftritt. sehr an die erinnert von Barca gegen Neapel. War eigentlich so ganz solide, aber man hat es irgendwie nicht genutzt. Ne? Und ja, am Ende eigentlich viel zu wenig draus gemacht gegen ein gut organisiertes Lazio nach hinten. Ja, Genau. aber auf keinen Fall ein starkes Lazio, weil Lazio und Neapel ist ja gerade so, also die sind ja 8. und 9. oder 9. und 10. Das kann man schon eigentlich ganz gut vergleichen. Und dann gegen solche Ja, voll. normalerweise Top 5 Mannschaft, ne, rein vom Namen. Genau. Vor eigentlich haben beide etwas underperformed. Tone, ich glaube schon mal, Bayern, DFB-Pokal, Riesenblamage bekommen, ne, gegen Saarbrücken. Das wird jetzt eigentlich auch bald nachgeholt. Ne? Das muss jetzt diese Woche, glaube ich, passieren, während die Champions-League-Spiele sind. Dann Bundesliga, 10 Punkte für Bayern-Verhältnisse komplett gechoked, okay? Genau. Das heißt, es bleibt nur noch Champions League übrig, wenn nicht in so einem Spiel die Fans, die werden das nämlich machen, zu 2000 Millionen Prozent am Start sind, okay? Ja, Mann. Und wenn nicht in so einem Spiel die Spieler nicht 2000 Millionen Prozent auch geben, dann weiß ich auch nicht, dann, das ist auch egal mit Trainer, die müssen da, also wirklich, Bro, deswegen habe ich gesagt, egal welche Taktik der da aufstellt, egal was, Alles da geben. gibt es keine Ausreden mehr, allein für die Fans, weil wann war das letzte Mal? Warst du damals, was ist damals, gar nicht so her? Also, wenn ich jetzt an krasse Stimmung denke in Allianz Arena, was mir sofort in den Sinn kommt, was ich auch im Stadion erlebt habe, war das Rückspiel gegen City. Da war ich nicht im Oh nee, Stadion. PSG! PSG Ja. war krass! Boah, das Paris. Rückspiel gegen, wo Messi, Suarez, nee, nicht Messi, Messi und Mbappé auf dem Platz waren, Neymar war verletzt, genau so, und dann vor Anpfiff. Das ging, glaube ich, irgendwie 3 Minuten. Bayern, Ich Bayern, glaube, Bayern. ich war auch Das war dort, so. glaube ich. Ich war beim Oder gegen Hinspiel City auf war jeden Fall das. da. Aber gegen City, Bro, war ich nicht da. Das weiß ich noch ganz genau. Da wäre ich eigentlich dort gewesen. Und da musste ich wegen familiären Gründen, bin ich quasi dann zurückgereist nach Bonn. Und das habe ich dann halt verpasst. Aber das habe ich auch im Fernsehen mitbekommen. Das war so eine geile Atmosphäre. Und ich glaube, dass man gegen Lazio, viele unterschätzen auch vielleicht Lazio, aber gegen Lazio brauchst du auch eine geile Atmosphäre. Weil das Team, wie es jetzt gerade spielt, das kann gegen alle Mannschaften auch verlieren. Das wissen ja die Fans, die werden alles Genau. geben, da bin ich mir, deswegen sage ich, da gibt's Ja. jetzt wirklich als Spieler keine Ausreden mehr. Wird Und aber sehr Tone, interessant. Wird ich sehr habe jetzt mal interessant gesagt, wegen Kopf. es ist, ja, safe, absolut.
Es vom, also als man die Auslosung gesehen hat, ist erstmal so, ja, Bayern, Lazio, leichtes Los, also da eigentlich eins der einfachsten noch bekommen. Ja, voll, jetzt aber nach dem Hinspiel freue ich mich so extrem auf dieses Rückspiel. Das wird krachen. Und ich habe zwar gesagt, ja, Taktik ist egal, aber mich würde trotzdem eine Sache interessieren. Kimmich hat jetzt seit 2 Spielen auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Ja. Und Pavlovic auch auf der 6, ne? Findest, also denkst du, wird das jetzt auch beibehalten oder geht dann in so einem wichtigen Spiel wieder Kimmich auf die 6 oder hat es eigentlich ganz gut funktioniert? Ich fand, es war im ersten Spiel eigentlich ganz okay, ne? Ja. Aber jetzt nicht gewonnen wieder gegen Freiburg. Okay, ist ein anderes Boot. Vielleicht haben die Bayern auch gewissermaßen, ich weiß, sie haben trotzdem diese Siegermentalität eigentlich, das ist ja die Clubphilosophie und mir ist an mir und wir kämpfen bis zum allerletzten Sekunde. Aber es ist ja trotzdem schwierig, auch mental. Weißt du, was ich meine? Du weißt, ja, voll, du hast 7 Punkte weniger oder 9 Punkte und so. Ja, klar. Es ist schwierig. Ich sagte gegen Leipzig. Ich glaube, für die ist wirklich nur noch Champions League im Kopf. Ja. Und jetzt musst du es wirklich abhaken. Mir hat ein Zuschauer geschrieben, es gibt noch 30 Punkte in der Bundesliga zu holen, weil noch 10 Spiele übrig sind. Bro, 10 Punkte hat Leverkusen vor Bayern. Das ist vorbei. Jungs und Mädels, wirklich die Bayern-Fans. Da Bayern kann man dann ja wirklich mal die Schere heben. Ein Stück gewinnen. Ja. Und dann muss Leverkusen 3 Spiele verlieren, 1 unentschieden spielen. Verstehst du, dass es rechnerisch quasi durchgeht? Und das ist halt fast unmöglich. Und Kimmich, Rechtsverteidigung gegen Freiburg war nicht gut. Da war auf der einen Seite Grifo. Dann Günther wieder von der Verletzung zurückgekommen. Und die wurden auch im Interview gefragt, ja, wie war das denn gegen Kimmich? Habt ihr euch da Chancen ausgerechnet, weil er die Position nicht so oft jetzt gespielt hat, bla bla. Und die haben halt gesagt, ja, nee, wenn wir zusammenspielen auf der Seite, läuft es eigentlich immer ganz gut, egal wer der Gegner ist. Aber du hast halt wirklich gemerkt, dass auf der Seite waren wirklich Probleme da. Deswegen denke ich aber nicht, dass jetzt dann nochmal umgestellt wird. Ich glaube, dass es eine gute Lösung ist. Da kannst du nicht nach einem Spiel sagen, ja, nee, das war jetzt scheiße. Sondern auf Kimmich Rechtsverteidigung setzen, wird auch bei der Lazio so spielen. Und dann würde ich wahrscheinlich wieder Pavlovic, Goretzka. Vielleicht bringst du Leimer statt Goretzka, aber wahrscheinlich wird Goretzka spielen. Und da können wir aber eine gute Überleitung machen, Bro. Thomas Tuchel ist ja seit 2 Wochen jetzt schon fix, dass er den Verein verlassen wird, okay? Sag mal deine Bewertung. 2 Wochen schon, ey, wie viel schnell vergeht die Zeit? Das ist gerade so viel los auch im Fußball. Ich sag dir auch, Bro, jeder Montag bei mir denke ich mir mal, ach krass, schon wieder Montag, gell? Also bei mir fliegt gefühlt die Zeit nehmen wir jeden Tag einen Podcast auf, ne? Wir haben zwar jetzt einen ausgelassen, aber gefühlt trotzdem nehmen wir jeden Tag einen auf, weil wir beide natürlich auch immer im Hintergrund so viel zu tun sind. Ich bin permanent am Reisen, es ist High Season. Und wenn wir dann mal sprechen, so einen Ruheton, dann nehmen wir auch immer auf, ne? Genau. Aber ich finde es immer ganz geil, weil Anton und ich haben immer über Fußball geredet und so verbinden wir das jetzt einfach mit dem Podcast. Auf entspannt. Aber sag mal, Bro, von 1 bis 10 Amtszeit von Thomas Tuchel. Insgesamt nochmal zusammenzufassen. Boah. Nee, nicht zusammenfassen. Du kannst einfach deine Bewertung von 1 bis 10 sagen. Ja, gut. Ja, Bro, was willst du da sagen, Digga? Ja. Was soll ich sagen? Ist halt eine 2. Hast du damit gerechnet, so, dass Tuchel so reinchoked? Oder dass es nicht klappt? Ich meine, Nagelsmann hat es auch nicht geschafft. Die Bayern sind anscheinend untrainierbar, sagt man. Schwer, gell? Ich hab damit nicht gerechnet. Ich hab ehrlich gesagt, mich damals hat eher gewundert, krass, dass du Nagelsmann rauswirfst, obwohl du in allen 3 Wettbewerben noch drin stehst. Also genau, das war krass. Es ist nicht so, dass man zu dem Moment auch dachte, hey, man, oder die Bayern waren ja nicht überzeugt davon, dass sie mit ihm auch irgendeinen Titel oder 2 holen können, ne, oder 3 im Optimalfall, sondern okay, wir sind zwar noch drin, aber das wird nicht zu dem. Ja. Wer weiß, was passiert wäre, aber hinterher ist man immer schlauer. Ich würde, also was sagst du, was willst du denn sagen? Bro, ich sag es nach 1 von 10. Ich war übelst hype auf Tuchel. Also wirklich ernst, ich habe mich richtig gefreut. Eigentlich hätten die Alarmglocken schon früher klingeln müssen. Theoretisch jetzt im Nachhinein, wenn man das jetzt sich so alles anguckt. DFB-Pokal, Bro, wo er gekommen ist, gegen Freiburg ausgeschieden. Da war ich im Stadion. Dann haben sie Champions League gechoked. Gut, waren sie machtlos gegen City. Dann sind sie in der Bundesliga nur Meister Machtlos geworden. Machtlos würde ich gar nicht sagen. Sie haben damals eigentlich 2 sehr gute Spieler gemacht und die sind auch unglücklich gelaufen. Und City hat am Ende, also sie sind gegen den Champions League-Gewinner auch ausgeschieden, ne? Ja, und da gab es die Debatte, das weiß ich noch, mit Jan Sommer, dass er zu klein ist und so, weil die waren so, sag ich mal, Longshots auch teilweise von Rodri und sowas mit dabei. Oh, guck mal, was der bei Inter wieder für einen guten Job macht. Voll, der spielt so oft zu null. Also an Sommer hat es nicht gelegen, sag ich so, wie es ist. Und dann hat man auch nur die Meisterschaft geholt, weil Dortmund halt sie quasi verspielt hat. Also letztes Jahr wurde nicht Bayern Meister, sondern Dortmund hat verkackt.
So kann man das vielleicht ganz gut sagen. Absolut, nee, das ist genau. Ich war da, warst du nicht in Köln im Stadion? Nee, du warst aber in Köln zu dem Moment, genau. Ne? Nicht im Stadion, ich war in Dortmund im Stadion. Alter, ja. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen weinen gesehen danach. Das war, boah, ich habe mir das live einfach angeguckt, Bro, und das war für mich, ich saß da auf der Couch, ich weiß es noch, und es war unglaublich, ich war so schockiert, aber ich habe mich dann so gefreut, wo Musiala das Tor geschossen hat. Und zugleich dachte ich mir auch so, krass, die Dortmunder hatten es wirklich auf dem Fuß. Und die haben, ich habe wirklich dann gedacht, wie viele gerade gebrochen sind. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, viele Bayern-Fans, ja. Die haben sich selber dann schon nicht, ich sag jetzt nicht geschämt für diesen Titel, ne? Aber ja, ich glaube, jetzt nicht alle, um Gottes Willen, möchte ich mal auf den Schluss vertreten, aber es hätte der Bundesliga gut getan. Vielleicht schon letztes Jahr, wenn Dortmund gewonnen hätte, dass bei Bayern noch mehr Bewegung reingekommen wäre. Ja. Aber eigentlich auch, obwohl sie Meister wurden, wussten sie, ey, wir müssen jetzt handeln, wir brauchen Harry Kane, wir brauchen den. Und irgendwie, jetzt spielen sie irgendwie noch schlechter. Aber es liegt natürlich jetzt auch nicht an Harry. Es ist ein sehr, sehr komplexes und kompliziertes Thema und man steckt da am Ende des Tages nicht drinnen. Im Sportvorstand, dann möchte ich auch noch dich was fragen, Tone. Der Max Eber wurde geholt, der hatte eine extrem erfolgreiche Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Zuletzt war er dann auch noch bei RB Leipzig, hat jetzt, ich glaube, wie lange hat er Pause gemacht? 1-2 Jahre, ne? Weil er sich sehr überarbeitet hat. Warte, bei Leipzig hat er nicht so, das war da, er war, Wie lange hat er Pause gemacht? Nein, ist egal. Man kennt ihn ja dafür, dass er schon sehr, sehr gut in dem ist, wofür er geholt ist, also in seiner Kompetenz, hat einen sehr guten Ruf, also soweit ich das immer wahrgenommen habe. Und war eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis er da eine nächste Stelle übernimmt bei einem namhaften Verein. Ja. Jetzt ist er bei den Bayern gelandet und ich bin auch gespannt, wie hart er dann mit Real Madrid verhandeln wird, um die Ablösesumme mit Alphonso Davies. Da habe ich auch schon viel gelesen, dass die Bayern irgendwie 70 Millionen fordern und Real will eine 3 davor haben. Bin ich mal gespannt, wie er sich da durchboxt und das Beste für den Verein natürlich auch rausholt in allen Ebenen. Und welche drei, was heißt drei? Aber wenn wir jetzt, weil wir können jetzt nicht 10 Baustellen aufzählen, weil sonst artet es hier komplett aus, aber wenn du jetzt dich auf 3 festlegen würdest, was denkst du, müsste der Sportvorstand vor allem angehen? Also welche 3 Baustellen, ob jetzt Spieler oder whatever, wen würdest du vielleicht auch transferieren im Sommer, wen würdest du gehen lassen, welche Veteranen? Ja. Sagst du, ey Leute, es war eine geile Zeit, aber jetzt niemand steht über einem Verein und wir respektieren euren Status, aber jetzt ist es langsam soweit. Marcel Reif hat auch gesagt, der ist ein bisschen so der Uli Hoeneß quasi, der Eberl. Der ist ein bisschen so Uli Hoeneß, hat viele Ähnlichkeiten zu ihm und ich glaube auch, er ist komplett Bayern. Er hat sogar damals für Bayern gespielt auch, hat es dann nicht geschafft, den Durchbruch als Spieler so richtig beim FC Bayern. Aber um auf deine Frage aufzukommen, ich denke, dass man auf jeden Fall erstmal einen Trainer braucht, der gefestigt ist, der auch eine Entwicklung machen kann. Thomas Tuchel hat in der PK gesagt, bei Bayern gibt es keine Entwicklung, Bro. Und das war auch auf Mathis Tell quasi bezogen. Es war generell, du kannst dich nicht entwickeln, du hast gar keine Zeit dafür, weil die Trainer immer aber so schnell entlassen werden. Aber warte mal. Ja. Ich habe jetzt auch in deiner Story mal gesehen, dass du dich sehr aufregst, dass Tuchels größter Fehler war, dich Tell immer mehr Spielzeit zu geben. Es war nicht sein größter Fehler, es war überspitzt. Aber ja. Ja, okay, okay. Aber ich verstehe dich auch, weil ich habe mich auch mal gefragt, ey, immer wenn Tell reinkommt, der ist so erfrischend, der bringt sofort Bewegung ins Spiel. Ja. Warum spielt er nicht öfter, auch wenn er noch sehr, sehr jung ist? Aber manchmal ist so ein Spieler vielleicht auch hungriger als ein älterer, erfahrener Mann. Ja. Ist ja auch irgendwo logisch. Und wie meinst du das jetzt mit der Entwicklung, dass du dich bei Bayern nicht entwickeln kannst, weil wenn er selber ja Tell nicht mehr spielen lässt? Ja, Bro, er hat einfach. Oder meinst du, ihm wird von oben gesagt, der spielt? Nein. Also zum Beispiel, Mathis Tell will man ja unbedingt halten bei Bayern. Also das ist so, auch damals, wo Hasan Salihamidzic gekommen ist, ich kann mich noch erinnern, Bro, du hast doch Hasan damals in der Shisha-Bar mal gesehen oder irgendwie habe ich was im Kopf. Der hat gesagt. Ist doch egal. Der hat dann gesagt, so, Mathis Tell ist. Ich habe jetzt schon mehrmals die Hand geschüttelt, ja. Ja, yeah, ich habe auch Hasan. Er war immer sehr nett, also immer so, hey, was geht? Ja. Ich habe ihn auch einmal gesehen, habe ich ihm auch die Hand gegeben. Und auch in dieser Shisha-Bar. Und das Ding ist, er hat gesagt, Mathis Tell, Freunde, wird irgendwann Ballon d'Or gewinnen, hat er gesagt. Also, der war so richtig von ihm überzeugt. Und Tell ist ein unglaublicher Spieler, Bro. Und das, was Tuchel meint, es gibt keinen Platz für Entwicklung bei Bayern. Das war quasi wieder auf die obere Ebene gemeint, dass er nicht mal Zeit hat, sich zu entwickeln, dass er quasi jedes Spiel gewinnen muss, sonst ist wieder ein bisschen Druck von hinten. Und er meinte, und dann hat Eberl aber gekontert, er hat gesagt,
Doch, bei Bayern gibt es und muss es Platz für Entwicklung geben, weil so Spieler wie Mathys Tel, die wollen wir auf den nächsten Level bringen. Das hat er auch bei RB gut gemacht, der Eberl. Der hat immer junge Spieler geholt. Und bei Gladbach. Genau, und hat die brutal entwickelt, Bro. Die sind durch die Decke gegangen und wichtig und richtig. Und genau das brauchst du auch beim FC Bayern München. Und Jamal Musiala hat auch eine Entwicklung gehabt bei Bayern. Deswegen ist das auch von Tuchel ein bisschen Quatsch. Deswegen, du brauchst einen Trainer, der auf jeden Fall langfristig da ist. Nicht wie Thomas, nicht wie Nagelsmann. Ich glaube, im Nachhinein ist man jetzt vielleicht ein bisschen traurig, dass man Nagelsmann gehen lassen hat, weil ich glaube, das wäre vielleicht ein richtiger. Aber gut, anderes Thema. Das ist ganz wichtig, Bro. Du brauchst ein sehr gutes Mannschaftsgefüge, weil so wie das jetzt war, hat es nicht gepasst. Das heißt, von der Teamchemie, das sind die ganzen Charaktere, die in der Mannschaft sind. Da gibt es den Lauten, da gibt es den Leisen, da gibt es den einen, der, weißt schon, der Thomas Müller, der, sag ich mal, die Autorität genießt, ein Jusor Kimmich und was weiß ich wer, Manuel Neuer. Das heißt, da musst du gute Stimmung im Team dafür sorgen, dass das alles passt. Und der Rest ist, glaube ich, einfach schon gesetzt bei Bayern. Du brauchst einfach vielleicht ein, zwei, drei Transfers, ein gutes Team, gute Stimmung. Aber wen und du hast zum Beispiel? Trainer. Du hast jetzt so, ich habe das so weit ausgeholt. Das ist ein emotionales Thema, gell, für dich als Bayern. Safe, Bro. Ja, verstehe ich komplett. Voll. Aber hast du so drei Transferwünsche? Und welche Position vor allem? Ah, also Bayern braucht auf jeden Fall einen Sechser. Ich sage, Leon Goretzkas Zeit ist vorbei bei Bayern. Das ist jetzt nicht böse gemeint und so, das wisst ihr selber. Alter, Tone haut hier richtig die Calls heute raus, ey. Bro, du brauchst, ich habe mir auch, Bro, ich liebe Fußball, ich liebe Bayern auch das Thema. Und Goretzka muss gehen, du brauchst einen guten Sechser. Pavlovic ist jung, der braucht noch jemanden neben sich, der vielleicht erfahren ist. Dann brauchst du einen Innenverteidiger. Aber an Pavlovic glaubst du zum Beispiel? Und ich denke, Pavlovic, genau, ist ein guter. Der ist jetzt für mich kein, kennst du das bei Karrieremodus, hat das Potenzial, etwas Besonderes zu werden? So kann er 91er Rating bekommen, glaube ich nicht. Pavlovic wird einfach ein guter Kicker. Aber er wird jetzt, glaube ich, kein. So ein 82er oder wie, oder 85er. Ja, genau. Der wird jetzt kein Rodri oder so. Aber der ist ein guter und der kann sich auch noch gut entwickeln. Also es ist viel Luft nach oben. Du brauchst einen Sechser, Bro. Du brauchst einen Innenverteidiger für Upamecano. Delikt weiß man nicht. Der weiß auch selber nicht, weil er wahrscheinlich wartet, welcher Trainer jetzt kommt. Kim, auf den musst du natürlich auch setzen, aber das ist auch nicht Bayern-Niveau aktuell, finde ich. Und dann brauchst du wahrscheinlich noch einen guten Alphonso Davies-Ersatz. Und eventuell, wenn ich jetzt noch einen aussuchen müsste, du brauchst einen Zehner, Bro. Zehner, Bro. Du brauchst einen Florian Wirtz. Lass Jamal auf dem Flügel spielen, lass Tell auf dem Flügel spielen. Dann hast du noch einen Leroy Sané, da gibt es einen guten Dreikampf, Vierkampf mit noch einem Coman. Wie viel Geld brauchst du? Also musst du ja hunderte von Millionen ausgeben. Also, Tone, ja. Du hast so viele Informationen gesagt, ich muss jetzt erstmal kurz alles verarbeiten. Also, ja. Ich verstehe deinen Punkt zu der ganzen Entwicklung und das. Weißt du, was das Problem ist? Ja. Wenn du zu Bayern kommst und du verpflichtest einen Harry Kane für über 100 Millionen, der noch nie in seinem Leben einen Titel gewonnen hat bei Tottenham, ja. Du hast jetzt nicht nur für ihn, sondern allgemein bei Bayern hast du einfach diesen, du hast nicht diese Zeit eigentlich, du kommst und bei dem Verein lief es nicht gut, weil die unzufrieden war mit Nagelsmann, obwohl die noch allen drei Wettbewerben waren, ne? Und du musst jetzt sofort liefern, sofort das. Und diese Mischung hinzubekommen, die Balance, aber Tuchel ist ein sehr fahrer Trainer, Leute. Also der war bei Chelsea, bei Mainz und alles. Ja. Dortmund, super. Genau. Paris. Der müsste eigentlich das schon managen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass es seine erste Station war, vielleicht wie bei Xavi das erste Mal, dass er jetzt in so eine Top-Mannschaft trainiert und noch nicht perfekt das Feingespür hat. Ne? Aber ja, ich gebe dir schon recht. Also bei Tell kann ich zum Beispiel auch nicht verstehen. Und sonst Innenverteidiger habe ich ja auch jetzt gelesen, dass Bayern tatsächlich auch konkrete Angebote gemacht hatte für Araujo. Ich habe irgendwas von 70 Millionen fix gelesen, plus 20 Millionen Euro Boni. Also fast 100 Millionen Euro wäre das gewesen für Innenverteidiger. Bei Barca hätte auch, der hätte diese gebraucht, aber Araujo, Publikumsliebling, Uruguayo. Haben sie abgelehnt. Ja. Haben sie abgelehnt, finde ich auch gut. Und Alphonso Davies brauchst du Ersatz. Ich glaube, den werden sie auch zu 99,9% verlieren. Ja. Ja, was wusste ich? Guardiol, das haben die Olic Jungs mir erzählt, liebe Grüße an Antonio Luca. Ivica Olic wurde auch bei Bayern diskutiert, so ein bisschen intern. Habe ich Ivica Olic gesagt oder Guardiol? Na, auf jeden Fall, Josko Guardiol war auch ein Thema bei Bayern, aber der war dann zu teuer, bevor er zu City gewechselt ist. Ach so, ja, klar. Und dann hat man eben Kim geholt und ich finde persönlich, das werden mir vielleicht auch viele zustimmen oder vielleicht manche nicht, Kim hat aktuell jetzt noch nicht die Klasse eines Bayern-Spielers in meinen Augen. Das, was man sich erwartet hat. Macht viel zu viel Fehler, hat auch diesen einen Zweikampf da verloren, dann
schießt der Freiburger das Tor. Aber er spielt trotzdem mehr als Kim, als De Ligt. Ja, ja, genau. De Ligt hat einfach ein persönliches Problem aus mit Thomas Tuchel. Der spielt gut, dann spielt er nächstes Mal wieder nicht. Dann hat er nicht gespielt. Dann, also das ist voll random gewesen bei Thomas Tuchel mit De Ligt. Von Mathis Tell habe ich auch über ihn gelesen, dass er so mäßig, ey, wenn was meint er? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Wenn Tuchel bleibt, dann ist er auf jeden Fall definitiv weg. Nee, irgendwas habe ich da gelesen mit Tuchel und ihm. Also ja, ich glaube, der spielt ja unter Tuchel nicht viel. Ja. Weißt du, und dann hat er sich wahrscheinlich so gedacht, so, wenn Thomas Tuchel weiter Trainer bleibt, dann wird es halt schwer für ihn. Weil er kann sich ja nicht durchsetzen. Ach so, jetzt, und dann erlegt er die Überlegung. Auf die Saison war das jetzt noch bezogen, auf genau. Die restliche Phase vielleicht, ja. Dass sie, was ist vielleicht für ihn es am besten wäre, wenn man ihn halt instant schon auschanged, ne? Aber okay, so lange ist die Saison jetzt auch nicht mehr, ne? Genau. Ich denke jetzt nicht, dass Mathis Tell, also ich denke, der wird auf jeden Fall bei Bayern erhalten bleiben. Okay, Tone, also es war jetzt sehr, sehr viel über Lazio gegen Bayern. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Topic übrigens. Das habe ich jetzt ganz am Anfang vergessen zu erwähnen. Ich bin hier in einem riesen Tower, Leute, im Hotel. Es ist nachts Zeitverschiebung. Ich musste bei der Rezeption sagen, ey Leute, bitte macht die Musik aus. Hier, die Waschmaschine hat der Mitarbeiter angemacht. Ich habe gesagt, bitte, please stop, weil das könnte für den Ton und so stören. Es läuft hier immer noch irgendwas. Ich hoffe, es ist wirklich okay, Leute. Ich habe alles gegeben, um ein gutes mobiles Setup hinzubekommen. Hat sich sogar ein MacBook geholt, damit er noch bessere Tonqualität auch hat. Ja, ich habe aber auch gechoked mit meiner Mic-Einstellung, aber ich wollte sowieso die ganze schon MacBook, weil es ist voll geil, wie du alles, das klingt wie so ein Placement, so in den ganzen, ich habe zum Beispiel einfach mein iPhone in meinem MacBook und es wird automatisch erkannt oder sogar auch ohne Kabel und dann kann ich das als Facecam benutzen, ne, muss man nicht eine riesen Kamera und iPhone ist top-quali, ich mache ja immer damit meine Vlogs. Okay, Tone, ich wollte nur erwähnen, es ist auf jeden Fall witzig, weil hier laufen die ganze Zeit im Hintergrund auch so von weitem Leute rum und gucken so, was macht der Typ da hinten und so, aber ja. Ich habe auch vorhin irgend so eine Frau gehört bei dir im Hintergrund. nicht eine Dame, die bei dir ist, sondern irgendeine Frau, habe ich Frauenstimme. Ach so, ich hier ist alles so krass, Noise-Cancel. Ich glaube, du hast sie besser gehört als ich selber. Also, Tone. Ja, bitte. Oh, wir haben so viele geile Themen jetzt noch. Wir haben so viel eigentlich. Und bevor wir dann die Spiele noch machen mit Tic-Tac-Toe und auf die Zuschauerfragen eingehen, das machen wir dann auch exklusiv für den Videopodcast, ne? Ja. Aber jetzt noch für die Zuhörer haben wir auf jeden Fall noch richtig geile Sachen. Was ist alles passiert? Paul Pogbas Dopingsperre, wollen wir darauf mal kurz eingehen? Ich finde kurz und knackig, Bro. Ja. Er hatte Testosteron im Blut, was nicht von seinem Körper war. Mhm. Beim Dopingtest. Und ich finde einfach, eine geile Karriere ist vorbeigegangen von dem Spieler, der vielleicht hätte bei Juventus damals bleiben sollen. Und der ist jetzt 4 Jahre lang gesperrt. Dann ist er 35 Jahre alt, Freunde, das ist dann sein Karriereende. Und ist einfach, ich sag mal, bisschen verschwendetes Potenzial gewesen, aber er hatte trotzdem eine krasse Karriere. So kann man es vielleicht sagen. Aber er hätte noch mehr machen bisschen? Können. Bisschen? Boah, ich finde, richtig krass verschwendetes Potenzial. Aber er ist Weltmeister geworden. Er hat ja auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, aber er ist nicht Champions League oder so geworden. Das nicht. Aber er war halt im Finale, wo ich übrigens auch damals im Stadion war, Barcelona gegen Juve 2015 in Berlin, aber war halt auch ein krasser Gegner, ne? Mit Messi, Suarez, Neymar und wobei Juve war damals auch schon sehr wild mit Arturo Vidal, Andrea Pirlo, Buffon, Mandzukic, Bonucci, Chiellini, das war auch ein heftiges Juve. Heftig. Und die waren ja dann nochmal im Champions League Finale und haben dann gegen Real gechoked, weißt du noch, wo Mandzukic den Fallrückzieher gemacht hat, 1-1. Gegen Cristiano Ronaldo, ja. Ja, ja, ja. Werde ich nie vergessen. Ja, Paul Pogba hat ja selber auf seinem Instagram-Account auch noch ein Statement gepostet, dass er halt immer noch die Schuld von sich weiß und nie das extra gemacht hätte. Ne, glaube ich ihm auch. Glaubst du, dass es wirklich da irgendwas im Hintergrund war? Aber Bro, Nein. Ich kann das so passieren, dass irgendein Arzt ihm irgendwie darauf nicht achtet? Oder wobei, natürlich, es gibt keiner, also kann auch mal ein Fehler passieren, auch einem Arzt, auch einem Profi-Arzt, dass er jetzt da irgendwie die Dosis oder so verwechselt oder ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe keine Erfahrung mit Testospritzen, wie man mir auch unschwer erkennen kann, ja. Das war supplementiert, Bro. Ich glaube, das kann man auch mit Tablettenform wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, aber. Ne? Ja, ja. Toll, du hast gar nicht so spielen. Nein. Das Ding ist, soweit ich das mitbekommen habe, ist es in den USA passiert. Und er hat irgendwelche Supplements genommen, Bro, wo die halt in quasi Deutschland verboten sind, glaube ich. Ich bin mal, das ist aber Halbwissen, das kann sein, dass es nicht stimmt. Ich denke, dass er es vielleicht tatsächlich nicht mit Absicht gemacht hat, aber hat halt da gechoked und hat halt irgendwelche Ami-Supplements genommen, die halt nicht gehen oder die für die Regeneration gedacht sind. In Amerika sind ja viele Stoffe auch komplett
in Deutschland und Europa verboten, die dort verkauft werden, halt auch bei Getränken und sogar normalen Sachen. Klar, klar, klar. Ja, gut. Schade. Sehr, ja. sehr schade, wirklich. Toller Safe, Spieler, 5-Sterne-Skills, was der alles da rausgepackt hat. Nein, das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, yeah. wenn ich eigentlich an Paul Pogba denke. Safe. So ein filigraner, cooler Kicker, aber. Ja. Ja, Tone, Barca würde ich natürlich auch noch ganz kurz ansprechen, aber können wir eigentlich echt jetzt, klein halten, das Thema. Ja. Man hat nicht den Patzer von Real Madrid ausnutzen können, bevor wir darauf auch noch gleich genauer eingehen können. 0-0, sehr schweres Spiel. Wir haben ja letztens auch schon in der Copa del Rey leider gegen Bilbao, also auswärts verloren. Da war ich auch im Stadion, Verlängerung, das war richtig unnötig. Und jetzt hatte man die Chance, sich zu rächen quasi und den Abstand auf Real zu verkürzen. Hätte man heute gewonnen, wären es nur 6 Punkte. Man spielt auch noch einmal gegen Real Madrid. Ne? Bis vor ein paar Wochen hätten wir jetzt noch eine andere Situation gehabt. Wenn man das Klassiko, es ist schwierig, Leute, aber wenn man das gewinnt, dann sind es auch einmal nur noch 3 Punkte und dann ist eigentlich alles möglich. So bleibt es jetzt bei 8 oder irgendwie sowas. Ja, 8 Punkte, ne? Ja. Es müssten 8 sein, da freuen wir uns auch um die 10. Ja, es sind 8. Ganz kurz aber nur dazu, was ich jetzt auch noch vorher mitbekommen habe, weil jetzt konnte ich ja die zweite Halbzeit nicht mehr richtig schauen. Hast du gesehen, was mit Frankie de Jong Pedri passiert ist? Ich habe nur gesehen, die wurden ausgewechselt. Was ist passiert? Sag nicht, Pedri hat sich schon wieder verletzt. Bitte, Bro. Bitte erst nicht, bitte. Zu Frankie. Konnte 0,0 mehr auftreten. Auf seinen Füßen stehen. Wurde weggetragen. Oh. Geweint. Vor Schmerzen. Ich habe keine Ahnung, was für eine Verletzung es war. Ich habe nur die Twitter-Bilder gesehen, wie er da weggetragen wurde und so. Scheiße. Und Pedri hat auch wieder eine Muskelverletzung ohne gegenische Einwirkung. Er hat sich das Sprunggelenk oder so wehgetan. Und davor auch eine komische Bewegung gehabt. Und hat auch sofort gemerkt, irgendwas ist da wieder. Ich weiß nicht, ob es die alte Muskelstelle ist. Ja. Und er hat mir so, so leid getan, weil wir alle seine Verletzungshistorie kennen, letzten so eineinhalb schlimm. Jahren. Seitdem er diese eine Saison gemacht hat, irgendwie mit 100 Spielen in einem Kalenderjahr gefühlt und noch Olympia. Ja, das war bei der EM. Ja. Da ging es irgendwie alles los und dann immer wieder Rückschläge und kam er immer wieder eigentlich sofort wieder voll gut zurück. Nach 2, 3 Spielen war er wieder sofort drin und Tone, ey, der hat so geweint bei der Auswechslung und dann auf der Bank, hatte krass Tränen in den Augen, weil der wusste, jetzt ist die wichtigste Phase, Rückspiele, man hätte vielleicht noch in der Liga kämpfen können, jetzt vor allem die Spiele gegen Neapel und jetzt schau mal, ich möchte mal zusammenfassen. Ja. Ich glaube, beide Spiele werden safe ausfallen, außer jetzt bei Pedri zu einer Zerrung, aber ich denke nicht. Frankie, Gavi, Pedri, mit Gündogan zusammen, das sind die 4 Besten und wir haben 3 nicht mehr davon im Mittelfeld. Ja. Also das ist, jetzt spielen wir irgendwie mit Fermin, Christensen und Gündogan in der Champions League und das sind wir mal ehrlich, Und das reicht nicht auf dem Top-Niveau in der Königsklasse. Ich will dir keine Angst einjagen. Juventus hat auch vor einer Stunde gespielt gegen Napoli und Napoli hat das Spiel 2-1 gewonnen, Bro. Osimhen, Siegtreffer in der 80. Minute mit 11 Meter. Deswegen... es wird unangenehm. Es ist stark, will ich nicht runterspielen, aber Inter hat so einen krassen Vorsprung. Bei Juve geht es jetzt gerade auch nicht mehr um die Meisterschaft, sondern eigentlich nur um die Champions League Quali. Du weißt, was ich meine, die competen schon, aber anderes als jetzt, was geht jetzt ab? Es geht halt quasi nur um die Champions League. Die Spielmaschine hat kurz Faxen hier gemacht. Alter. Nein, das ist, nicht so schlimm. Ich bin auch gespannt, Bro. Champions League, Barca wird sehr interessant. Es gibt übrigens bei Barca 2 Spieler, die im Sommer offenbar gehen sollen. Das ist zum einen Rafinha und zum einen Koundé. Es gibt einen aus der eigenen Jugend, der Rechtsverteidiger fungieren soll. Und Ford meinst du? Genau, Ford. Und Pau, Pau Das ist dein Schwerpunkt, Bro. Pau? Der 16-jährige Innenverteidiger, ist jetzt der Innenverteidiger, der 16, ja, aber der ist noch zu jung. Der ist noch ein bisschen zu jung. Nein, also zu Barca, ich will jetzt nicht wieder die ganze über Barca reden. Ich glaube nach wie vor, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis der Verein sich wieder zurückkämpft, sportlich, aber im Hintergrund ist da halt noch so viele Baustellen und dann das Gehaltslimit wurde jetzt letztens wieder runtergesetzt. Ich habe keine Ahnung, wie die das wieder dribbeln wollen. Es ist ein purer Chaos und ist schade, aber jetzt wird Mbappé, hast du mitbekommen, wie wenig er gespielt hat, seitdem das quasi offiziell ist, dass er zu Real geht? Finde ich auch gut, weil Luis Enrique hat gesagt, man muss sich halt jetzt langsam dran gewöhnen, wie es ist, ohne Mbappé zu spielen, Bro. Und deswegen. Hat er das so wirklich gesagt? Er hat nur gesagt, das habe ich gelesen, dass er felsenfest davon überzeugt ist, wenn der Verein seinen Plan durchzieht, den sie ab Sommer haben. Das ist ja auch eigentlich eine Abspielung, okay, Mbappé wird gehen und sie müssen das ersetzen, dass er
der Meinung ist, dass die nächste Saison noch viel, viel stärker sein werden. Das ist eigentlich auch ein Sidefront an Mbappé. Kann, also, genau. Aber für ich mich glaub, der beste Spieler immer noch der Welt. Rein, er ist auch eine kleine Diva, muss man sagen. So. Aber ja, wenn er einen guten Tag hat, dann ist er für mich ja noch mal, ist er noch mal ein bisschen krasser als Vinicius oder Haaland, okay? Ja. Nicht alle sind gleiche Spielertypen, aber du weißt, ich bin rein sportlich, bin ich eher so, ist für mich Mbappé dieser filigrane Ballon d'Or-Spieler, so, okay, das ist, du siehst ihn und so, das ist einer, der ist so Weltfußballer, so, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und das seit Jahren ja eigentlich schon. Und es war eine Verschwendung, dass er da nicht früher schon zu Real Madrid gegangen wäre. Er hätte schon Champions League und alles drunter an Ballon d'Or gewonnen. Aber okay. Und ich finde es schon krass, wenn der Trainer, weil da muss ja auch irgendwas hinter den Kulissen sein, dass er sagt, ey, wir brauchen den gar nicht, ich glaube. Aber was soll er auch sonst sagen? Kann man auch nicht sagen. Es ist einfach, Bro, Ausblick in die Zukunft. Wir brauchen Mbappé gar nicht. Und er hat auch wirklich im Interview gesagt, dass sie sich halt lange gewöhnen müssen, ohne Mbappé zu spielen. Und dann kommt hat es genau so gesagt. So habe ich das gelesen, ja. Ich habe es wirklich so gesehen, ja. Krass, ich habe mich echt, ich habe mich ein bisschen eingelesen, sag ich mal. Der La Liga-Präsident hat, also Tebas hat ja auch gesagt, er ist sich zu 99,9% sicher, dass er zu Real Madrid wechseln wird. Ja, ja. Alter, oh mein Gott. Boah, okay, das ist gar nicht so eine krasse Schlagzeile. Hast du, ich habe so ein Video gesehen, das ging auf Twitter rum, wo, das sah so aus wie so schon fast so undercover, dass Georgina aufgenommen wurde. Sie war jetzt bei so einer Fashion-Show, wo sie so ein Kleid getragen hat. Hast du es gesehen? So das rote Kleid mit Ronaldo. Ja, und dann haben sie es so wie so ein Trikot verpackt, aber so voll eng anliegend an ihrem Körper. Und dann hat sie mit so einer Frau geredet. Und dann hat sie so gefragt, so, ja, dies, das. Und dann, wie lange macht Cristiano noch so? Und sie haut einfach raus, ja, ein Jahr, maximal noch zwei. Also sie hat einfach so das Karriereende von Ronaldo so einfach mal so gesagt. Geleakt. Oder verkündet. Ja, ja. Aber gut, es ist auch klar, also halt, dass das nicht mehr lange macht, ist ja klar. Na, aber es gab ja schon noch Resthoffnung. Okay, wie alt wäre dann bei der 41, wäre dann bei der WM 2026? Ja, wie alt macht er die noch, aber schwer. Das ist, glaube ich, schwer. Bro, wir haben über ein Thema noch gar nicht geredet, ganz wichtig. Real, oder? Richtig. Oh. Real Madrid, Jungs und Mädels. Darf ich bitte anfangen dazu? Weil, Fang du an. Oh, ich glaube, das ist das... Nein, nicht das erste Mal, aber wenn ich in dem Moment, also wenn das Barca passiert wäre, ich wäre komplett an die Decke gegangen. Okay? Also, ja. Aus meiner Sicht, ich hab jetzt nicht die 1000 Schiedsrichterregeln, wo mittlerweile auch keiner mehr durchblickt, ne, was es alles gibt und irgendwie der eine macht so, der andere so aus dem Bauchgefühl. Ja. Und ich habe auch letztens, wer war denn das? Auch ein Bayern-Spieler, der meinte, er hat das Gefühl, dass seit dem VAR die Schiedsrichter sogar insgesamt deutlich schlechter geworden sind. Auf jeden Fall aus meiner Fanwahrnehmung, wenn er diese Ecke gibt, und er hat sich ja entschieden, die Ecke wurde ausgeführt, und wenn er sagt, ey, okay, ich lasse nur noch die Ecke, diese eine Flanke, die von der Ecke dann reinkommt, wenn danach geklärt wird oder der Ball irgendwie aus dem 16er kommt, dann pfeife ich sofort ab. Ja. Außer der schießt jetzt auch instant mit einem Volley oder so oder macht eine Schussbewegung, ne? Und der Torwart faustet ihn ja weg. Wenn du wirklich abpfeifen willst als Schiri, dann pfeif instant ab, wo der Ball da an den Ball kommt, ja? Das könnte ich vielleicht noch ein bisschen verstehen. Aber ab dem Moment, oder wenn der Spieler irgendwie 1-2 Meter erstmal nach hinten dribbelt und erst dann wieder sie versuchen, nach vorne sich aufzudrehen, weißt du, was ich meine? Da kannst du vielleicht abpfeifen. Das geht nicht, Bro, das ist... Der Spieler hat den Ball bekommen und... Brahim Diaz. Instant, sofort, so richtig dynamisch hat er die Bewegung nach vorne gemacht, so zur Seite an dem einen Spieler vorbei und hat versucht noch irgendwie das zu pushen. Und Bro, wenn du da dann noch abfallst, so würde ich sagen, okay, aber Bro, spätestens wo er dann wirklich schon die Flanke ansetzt, wie kannst du denn da bitte noch abpfeifen? Also das ist unerklärlich. Das ist die Pfeife gewesen. Er hat sie im Mund, Bro, okay? Katastrophe, also Skandal, also da muss ich auch Real Madrid absolut in Schutz nehmen. Das ist geisteskrank. Das geht gar nicht. Ich habe auch sowas live im Fernseher. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich meine es ernst. Ich habe mich so schockiert. Ich war so schockiert. Und er hat die Pfeife im Mund. Brahim Diaz flankt. Flanke ist 2 Meter abgehoben. Und er macht und dreht sich dann. Bro, er dreht sich weg und macht so. Spiel ist vorbei. Er hat quasi mit dem Rücken das Tor angeguckt. So ganz schnell. Und ich dachte mir einfach nur. Hat er nicht genau gepfiffen? So in dem Moment, wo Brahim die Flanke geschlagen hat? Der, ja,
wenn also es aber wo stoppt hat der Pfiff quasi, angefangen, ja? Genau, der Pfiff hat da angefangen, wo der Ball schon ein, zwei Meter abhebt. Und dann kam der richtige Pfiff, dieser zweite Pfiff. Der kam dann so wirklich, wo der Ball schon mittendrin ist. Boah. Und dann der letzte ja, Pfiff. Halt, deswegen sage ich. Ja. Oh Bro, pass auf, der letzte hätte Pfiff. Auch die Spieler heftig auf die Palme gebracht, hätte er, wo ich gemeint habe, ja. Direkt abgepfiffen nach diesem Klärungsversuch, weil genau. Du wartest ja schon noch ab, aber dann ist vielleicht okay. Irgendwie noch nach vorne zu dribbeln. Aber ist hart, aber, ja, aber ist okay. Der Rest ist so ein krasser Skandal. Und dann vielleicht sogar wäre er noch dribbelt, vielleicht auch noch. Aber Bro, ja. Da, das auf kannst du nicht Fall, verkaufen. Das war das nein, super, super worst ich hoffe, timing. Ich weiß nicht, wie der Schiedsrichter heißt, ich hoffe, der wird in seinem Leben kein Spiel mehr pfeifen, weil das ist... Da muss ja irgendwo der Wurm drin sein, Bro. Das muss ja irgendwo eine Korruption geben, diesen Spiel in dem Fall. Weil du kannst nicht, Bro, mir erzählen, dass das in einem normalen... Nein, Bro, ganz kurz, bitte. Du kannst nicht mir erzählen, in einem normalen Fußballspiel, wo du neutral bist, dass du in einer Flanke, die dann zum Tor führt, der Ball ist drin, genau dann kommt der Pfiff eine Millisekunde früher. Und du sagst dann, nö, alles gut, alles gut. Da musst ja. Du dich doch dann hinsetzen also auch und sagen, es war mein Fehler und so. Also das einzige logische Argument... Ja. Ich habe nicht die ganze Nachspielzeit, habe ich das ganze Spiel auch nicht gesehen. Ich habe nur den Live-Ticker verfolgt. Wenn das war ja irgendwie 7 Minuten Nachspielzeit und die waren dann irgendwie 98,5. Da ich habe alles gesehen. Kam noch mal ein bisschen Nachspielzeit auf die Nachspielzeit. Ist ja auch weißt du warum aber, Bro? Ganz kurz. Nachspielzeit auf Nachspielzeit, weil es gab Videobeweis wegen Elfmeter. Ja. Nee, ist ja normal. Ist ja egal, wegen was. Und wenn du dann der Meinung bist, ey, jetzt sind wir schon... Also ich wollte nur eine Minute über Nachspielzeit auf die Nachspielzeit geben und jetzt sind wir schon 30 Sekunden drüber. Okay, die Ecke gebe ich noch, aber dann instant abpfeifen. Ja. Aber ja. Also kannst du eigentlich da auch gar nichts irgendwie mehr verteidigen. Das ist halt ein Riesenskandal. Da verstehe ich auch jeden Real-Fan, der da an die Decke ging. Ja. Und ich weiß schon, ich habe so, weißt du, das ist ja eine Barca-Community und die lachen dann und dann schreiben die so, ja, das ist das Karma, was ihr jetzt kassiert habt dafür, dass ihr letztens so bevorzugt wurde, da in Bernabeu, das war ja gegen Almeria, ne? Da, wo Eli auch im Stadion war, Almeria war es, ne? Ja. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also sorry, das ist ja dann auch Quatsch mit Soße. Deswegen muss ich da auch... auch wenn ich Visca Barça heiße, die Real in Schutz nehmen und da fair sein. Und Bellingham auch noch Bellingham macht's. Und dann die rote Karte, der ganze, das, was alles darauf hin, die Reaktion, ich weiß nicht, was Bellingham den Schiri genau gesagt hat, ob es beleidigt wurde. Was hat er gemeint? Er hat ihn nicht beleidigt, er hat einfach nur gesagt, Ref, this was a, also F-Punkt fucking Goalman. Und das war's. Und er dachte dann, er hat ihn beleidigt als F-Punkt und so wahrscheinlich. Er dachte einfach, er wurde beleidigt, aber er hat einfach nur gesagt, this was a regular goal, man. Also er hat einfach so... mit dem F, wenn du mit der Verstärkung nochmal so wütend natürlich war. Ja, Engländer sagen halt, this was a F-Punkt. Und dann... Ja. So ist es so, als würde ich zum Ref sagen... Aber jetzt schon, jetzt ist das Spiel wieder gesperrt. Das ärgert, das ist halt, das hast du dich nochmal, aber da... Ich glaube, die werden Einspruch einlegen. Die werden Einspruch einlegen gegen die rote Karte und dann gucken. Ja, okay, ich bin auch gespannt, ob der Spieler, ob der Schiri überhaupt da nochmal etwas pfeifen wird. Ja. Anton, kurz ein paar Fragen an dich. Ja. Kurz ein paar noch Recaps. City hat 3-1 gewonnen, das habe ich mir vorhin auch angeguckt, gegen Manchester United. Es gab ein Derby. Haaland ein Tor geschossen. Phil Foden, Freunde, 2 Tore. Eins davon war ein Traumtor, das habt ihr noch nicht gesehen. Also es war geil, müsst ihr euch angucken. Das heißt, Premier League bleibt spannend, weil Liverpool auch eben gewonnen hat. In der 99. Minute hat Darwin Nunes hatte das eine Tor gemacht, das Wichtige, so ein Kopfballtor. Ultra spannend in der Premier League, richtig geil. Da werden wir demnächst noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Dann Bundesliga, Bro, Bayer Leverkusen hat auch ganz clean gegen Köln gewonnen. Rote Karte Köln kassiert, das war ein spannender Sieg. Das haben wir auch schon besprochen. Das wollte ich auch noch mal kurz abhaken. Und jetzt wollte ich dich fragen, Jamal Musiala, angeblich geht das Gerücht gerade rum, okay, wenn du das googelst, das findest du direkt. Der will angeblich jetzt gerade aktuell seinen Vertrag nicht verlängern. Und deswegen wird spekuliert, dass er zurück nach England will, Bro, für seine Entwicklung. Ich will dich jetzt einfach nur fragen. Boah. Da gibt es nur Liverpool und City. Das wäre der größte Super-GAU für Bayern. Wenn das jetzt passiert, dann zerfällt Bayern wirklich. Da müssen sie Florian Witz quasi holen als Ersatz. Aber glaubst du echt, du hast ja vorhin Flo schon reingeworfen, bevor wir noch auf Jamal zu sprechen kommen. Glaubst du echt, Florian Witz wird zu Bayern gehen? Glaubst du nicht direkt Ausland oder erstmal Zwischenstation Bayern? Ich kann mir sogar vorstellen, sein Vater ist ja sein Manager. Und der hat gesagt, dass Florian Witz wahrscheinlich... Aber er wird so teuer. Ja, genau. Der wird so richtig teuer. Und Florian Witz, sein Papa, der hat gesagt, dass er nächste Saison wahrscheinlich auch voraussichtlich noch bei Leverkusen bleiben wird. Das heißt, der hat schon mal ein Statement für Leverkusen gesetzt, was echt schön ist. Aber das ist eigentlich, dass er nach so einer... Die Saison kann ja nicht besser für ihn individuell laufen und für den Verein. Und dass
diese also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diese Ablösung, die dann auf dem Tisch denen geboten wird und auch Handgeld und weißt du, wie das am Ende des Tages geht es auch für die Spieler, dass, also der nächste Vertrag von Wirtz ist wahrscheinlich eh schon durch, der wird ihn komplett absafen für seine nächste Generation. Genau. Und wenn du da nochmal Poker hast, stell dir vor, er verletzt sich nochmal so krass wie damals schon. Er hat sich so heftig zurückgekämpft. Also ich kann ihn auch komplett persönlich verstehen, wenn er sagt, hey, Leute, das kann ich nicht mehr ablehnen. Ne? Das Ding ist, und er möchte sich ja auch noch weiterentwickeln, aber Leverkusen wird halt auch nächste Saison, glaube ich, eine geile Truppe sein. Stell dir vor, der Alonso bleibt auch. Alle werden sie nicht halten, so Frimpong, Wirtz und die ganzen werden ein paar Stars gehen. Ausnahmespieler. Ja, das Ding ist, Anton, wegen Wirtz ganz kurz, ich glaube, das ist, ich finde es genau vorbildlich, wie er es macht, weil so viele kroatische Spieler zum Beispiel sind früh von Dinamo Zagreb weggegangen, also sie dachten, sie sind jetzt der neue Messi und so, wie es geschrieben wurde, oder neue Modric, und haben es dann verkackt. Es tut ihm sehr, sehr gut, die Entwicklung bei Leverkusen, und der wird gerade immer, immer besser, und er wird immer attraktiver für viele Vereine, und irgendwann öffnet sich der Weg, und dann, das weiß wirklich nur Gott gerade, wo Florian Wirtz hingehen wird. Es kann sein, dass er irgendwann bei Barca spielt, aber dem mache ich das Geld nicht, deswegen unwahrscheinlich. Dann kann es sein, dass er bei Bayern irgendwann ist, zum Beispiel, wenn Musiala weggehen würde und so weiter und so. Also er wäre echt ein geiler Kicker für uns. Er passt halt nicht in die Premier League zum Beispiel, finde ich, so ein Florian Wirtz. Wäre unnötig, wenn er jetzt zu Chelsea geht oder zu Arsenal oder weiß ich nicht. Wenn wir vielleicht irgendwie Lewandowski nach Saudi so schicken und Wirtz holen und dann irgendwie einen geilen Stürmer. Ach, Digga, Anton Plan schon. Zuführung. Ja, Anton Plan, die Abschiebung. Mein Herz brennt einfach für den Barca, aber wir haben es auch irgendwie selber alles zu verschulden oder die Ex-Vorstand oder das ganze Kuddelmuddel im Verein. Es ist ja traurig so. Weil Real wird so galaktisch in 2.0 sein und es wird so schwierig sein. Die Klassikos werden zwar insgesamt irgendwie geiler, man wird sich noch mehr freuen, auch trotzdem, auch wenn wir... Bro, ganz kurz. Second Position sind. Passiert das mit Musiala, ja oder nein, was glaubst du? Boah, also das ist wirklich, das ist ja so, wie wenn, ich übertreibe jetzt, Das ist schon krass. Das ist so, wie wenn Barca Salah jetzt... Salah geht weg von Liverpool. Aber so ein junger Spieler, der jetzt so richtig, den die Fans auch lieben und so, und der auch für Bayern so steht oder für andere Vereine, also wenn jetzt, ich sag mal so, wenn jetzt auf einmal Vinicius von Real gehen würde, Ja, genau. Oder Bellingham von Real, jetzt aus dem Nichts. Ja gut, aber der ist ja frisch gekommen. Oder Pedri Gavi, so. Ja, voll. Bei Barca wäre es ja dann eher noch wegen Geld halt, also Notverkauf. Naja, Tone, wir nehmen schon fast eine Stunde auf, ey, ne? Nur für die Zuhörer, und jetzt machen wir gleich noch einen Videopodcast. Dann würde ich sagen, etwas länger. Und wir hatten noch so viele Themen. Ja, ich wollte gleich, also... Jamal Musiala, wie lange geht denn sein Vertrag? Was muss denn da für eine Ablöse? Also, welcher Verein soll das zahlen? Übrigens, ich bin bei Man City versus Liverpool an der Anfield Road. Bin ich auch im Stadion-Tour, da freue ich mich drauf, weil da nur ein Punkt Abstand ist. Da geht's halt voll zur Sache. Und ich finde immer diese Top-Spiele, Arsenal gegen Liverpool, Arsenal, City, Liverpool, whatever. Ja. Da geht's so ab, Bro. Was da für eine Qualität ist, was für ein Tempo. Das als Zuschauer, das macht so viel Spaß, das im Fernsehen, im Stadion zu gucken und dann die Stimmung, es geht um die Meisterschaft, Klopp, ich glaube, es wird sehr emotional, es ist das erste, das zweite Mal, dass ich überhaupt in Liverpool bin, das erste Mal war Liverpool FC gegen Real Madrid, wo sie 2-0 geführt haben, am Ende noch 5-2 verloren haben, aber auch krass, 7 Tore habe ich erlebt, ich hoffe, das wird ähnlich geil und Tone, was wolltest du noch sagen? Welcher Verein, genau, welcher Verein würde denn holen? Nur Liverpool oder City. Aber das sind die Top-Favoriten. Ja, zu Real, da ist kein Platz. Barca kann sich ihn auch nicht leisten. Italien wird er nicht machen, PSG wird er nicht machen. Es passt nur Premier League. Also bei Musiala ist gerade echt, so dumm es klingt, kein großer Markt da. Ja, es gibt halt nur Premier League-Vereine, die dann in Frage kommen. Und es ist halt nur die Frage, ist es der richtige Schritt für seine Entwicklung? Ich glaube nicht. Bayern wäre besser wahrscheinlich, wenn sie jetzt wieder performen. Deswegen würde ich an Musiala Stelle bleiben. Ein stabiles Bayern natürlich. Ich verstehe ihn, wenn er vielleicht irgendwie Ängste hat und er weiß es ja am besten, er steckt ja da drin und man ist und sein Freund Davis geht auch weg, Bro. Das genau, auch nicht vergessen. Genau. Du weißt ja nicht, also auf außen ist ja klar, dass da irgendwas nicht richtig läuft, aber wenn du da drin steckst, dann weißt du, warum habe ich eigentlich mein iPhone-Kabel in der Hand? dann weißt du es ja, dann fühlst du es ja noch mehr und wenn er, also, aber wenn Jamal Musiala wirklich freiwillig von Bayern gehen möchte, dann kracht er irgendwas wirklich krass. Dann kracht's. Weil ich glaube, auch für ihn persönlich wäre es am besten, wenn er dann nochmal mindestens 2, 3, 4 Jährchen bleibt und wenn er irgendwann sagt, hey,
Genau. Bei Barca läuft es wieder besser oder ich gehe Premier League oder ich gehe zu Real, weil dann Platz frei geworden ist. Dann versteht man das ja auch. Ne? Ja. Aber Freunde, das war's dann jetzt erstmal mit unserem Audio-Podcast. Link zu dem Videopodcast ist in den Shownotes. Da geht's jetzt weiter, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Danke an Prime Video. Wir machen jetzt einen Tic-Tac-Toe. Da gibt's noch Fragen aus der Community, die ihr gestellt habt. Und es gibt noch eine Doku bei Prime Video. Das heißt, das letzte Tabu. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Es geht auch um Sport und um Fußball. Und genau, kann ich euch ans Herz legen. Ansonsten, Anton hat wieder richtig Spaß gemacht. Wir machen jetzt sowieso weiter. Und liebe Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak und ciao, ciao. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, Tode, du hast alles schon gesagt, ne? Bis gleich und ich werde dich abziehen in Tic-Tac-Toe. Für unsere Videopodcast-Zuseher geht es natürlich noch exklusiv weiter mit ein wenig mehr Content. Tone, bevor wir zum Tic-Tac-Toe kommen, ey, ich habe meinen Kugelschreiber hier die ganze Zeit in der Hand. Ich schwitze schon in meinen Fingern. Ich bin ja so competitive. Wir haben hier ein paar Fragen aus der Community, Tone. Ich lese dir mal die erste vor, okay? Von Chico2389. Denkt ihr, Messi hat den Spaß am Fußball verloren? Wirkt lustlos bei Miami im Gegensatz zu CR7. Zü, schreibt er. Was sagst du dazu? Also, Freunde, Messi liebt den Fußball, glaube ich, wie viele auch den Podcast gerade hören oder wie viele andere Menschen. Und er hat, glaube ich, immer noch nicht die Lust am Fußballspielen verloren, auch nicht bei Inter Miami. Würde ich für ein Fake-Gerücht halten, sage ich so, wie es ist. Und ich kann es jetzt auch gar nicht bekräftigen, mein Argument. Kann sein, dass er 10-20% weniger Lust hat, als er es damals hatte. Ist ja auch klar, wenn du nicht mehr bei Barca spielst, ist einfach was anderes. Ist aber auch logisch quasi. Und trotzdem macht er ihm das trotzdem Spaß, mit Busquets zu zocken, mit Jordi Alba zu zocken und mit Suarez. Also so wie ich das interpretiere, weil ich habe ja natürlich die Messi-Brille an, will er damit sagen, also er schreibt ja sogar im Gegensatz zu CR7, dass der noch voll so drin ist. Und ich glaube, Ronaldo, der ist überehrgeizig. Ich habe leider nicht mit ihm geredet, aber wir haben von Leuten gehört, aber die mit ihm tagtäglich zu tun haben und auch Vereinsmitarbeiter und die haben uns viele Storys auch erzählt, die ich privat halten muss. Und ja, war für mich auch schon krass und viel gelernt, ob positiv, vielleicht auch ein bisschen negativ. Aber ja, vielleicht irgendwann mal, Leute, kann ich euch das alles erzählen in absoluten Details. Ich würde sagen, Messi ist immer noch, hat immer noch... Also Spaß am Fußball hat er auf jeden Fall nicht verloren, so wie er der Chico das hier geschrieben hat. Ja. Dass er vielleicht ein 10% weniger Gas gibt, auch wenn er immer noch in seinem Mindset immer noch natürlich gewinnen will und so. Das, glaube ich, kann man ihm nicht abstreiten. Aber Messi war ja schon immer so, dass er entlang spaziert ist und das macht er seit Jahren oder hat er auch, glaube ich, schon 2010 gemacht, ne? Dass er in der Mittelfeldlinie mal ein bisschen da entlang schlendert. Ist halt einfach so eine Spielweise, aber er ist älter geworden, natürlich. Er kann dem biologischen Prozess auch nicht entkommen. Aber wenn ich jetzt die letzten Tore anschaue, und das ist eigentlich auch gerade richtig top fit, waren auch Kopfballtor wieder gemacht. Gestern war das Doppelpack. Davor auch das 1-1 gerettet, richtigen geilen Doppelpass mit Jordi Alba, so diese Connection ist immer noch da. Messi kann immer noch, ich glaube, seine Hauptmotivation diese Saison ist einfach für die Copa America gesund zu bleiben. So fit wie möglich, sich auch in der MLS zu halten, nicht zu viele Spiele zu machen, weil es auch sehr anstrengend mit den ganzen Auswärtsfahrten und dann hoffentlich nochmal angreifen für den letzten internationalen Titel mit Argentinien. Also ich denke nicht, dass er die WM noch macht. Ja, wobei, mal schauen. Ja. Ich könnte lange drüber reden. Ne? Yeah. Chico, solche Fragen über Messi, Ronaldo, schwierig. Kommentare reinschreiben. Ja. Kelleck X2 hat auch eine Frage gestellt. Frage für die nächste Folge ist: Ist es für euch möglich, dass man einen Julian Nagelsmann oder Hansi Flick als Trainer zurückholt? Also für Bayern. Nagelsmann sehe ich zu Bayern immer noch als komplettes Match. Habe ich auch vorhin so quasi durch die Blume gesagt. Und war damals auch sehr sauer, dass die Führung ihn entlassen hat. Aber diese Führung hat sich ja mittlerweile verändert. Genau, er meint quasi Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić und Co. Was sagst du, Bro? Hansi Flick ist ja bei Wer ist Bayern wird das. Kennst du das? Nee, ja, dieser Sako oder wie er heißt. Das war Sako, der nee, Japaner von Bochum. Asano oder wie er heißt. Zu Bayern wird er nicht zurückgehen, aber Hansi Flick ist dafür wirklich intensiv. Anscheinend hat er konkrete Gespräche auch gerade mit Barcelona, also der ist bei denen oben auf der Liste und ich glaube, das könnte ihn schon sehr, sehr reizen. Ja. Und Barca braucht einen Spieler, der menschlich die Truppe gut zusammenhalten kann. Xavi ist, ich glaube, auch ein sehr emotionaler Mensch. Sagt nicht, dass er
dafür nicht geeignet ist, aber hat sich auch jetzt ein bisschen überfordert gefühlt. Ich glaube, es ist auch nicht einfach, bei Barca Trainer zu sein, bei den ganzen Problemen da auch im Hintergrund. Und Hansi Flick, wenn er sich das zutraut, why not? Weil ich glaube, so Teams wie Barca, Real oder Bayern, die brauchen einfach jemanden, der die Truppe zusammenhält und ja, zwischenmenschlich sehr gut agiert. Ne? Deswegen ist ich ja Ancelotti auch so beliebt. Hm? Ja. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann tatsächlich jetzt im Nachhinein vielleicht nicht so das Smarteste war. Der wäre vielleicht der Richtige gewesen, würde ich fühlen, aber wird nicht passieren, weil der ist jetzt Nazio-Trainer bis nach der EM und ich glaube, der kommt nicht dann zu Bayern wieder, glaube ich, persönlich. Dann haben wir Nagelsmann, dann haben wir Hansi Flick, der geht wahrscheinlich zu Barca. Das sind jetzt schon konkrete Gespräche. Ja, wahrscheinlich, aber ich kann es mir vorstellen, weil, weißt du noch, diese Bayern-Doku, wo er seinen Abschied verkündet in der Kabine, du hast richtig gesehen, wie unglaublich traurig die Spieler waren. Also die haben den wirklich als Menschen so geliebt und als Trainer. Und der hat dann Ilkay Gündogan als sein Sprechrohr, weißt du? Und dann, ich kann es, aber egal, das ist nicht das Thema. Ich glaube, er ist ein cooler Mensch auf jeden Fall. Genau. Und Top 3 Nachfolger für einen Bayern-Coach, was wäre das bei dir, Anton? Top 3 aktuell. Ach so, ja, natürlich. Also er ist ja frei. Ja. Zinedine Zidane? Ja. Oder? Ja. Zidane, also was wäre das für eine geile Geschichte, Bro? Digga, wenn Zidane in die Umkleidekabine reingeht, ach, da ist eine Aura. Der wird sich selbst ein Kimmichen, also jetzt, ja. Alle. Da werden die alle sind Mäuschen. Das berühmte Zitat bei Bayern, ne? Wir brauchen Eier, da werden die ganz, 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 ganz klein. Weißt du, was ich meine? Da ist jeder leise, hört jeder zu. Das ist wirklich so. Das würde ich auch fühlen. Kennst du diese Videos, wo der aufgenommen wurde bei seiner Ansprache im Champions League Finale? Kenn ich. Wie der so redet mit den, wie der geredet hat mit den Realspielern, wie die ihm zuhören, das war einfach wie ein Märchenbuch, fand ich. Und ich glaube, Zidane. Ich habe ja gesagt, so Spieler, also Vereine wie Bayern, Barca, Real, die brauchen einen Trainer, der die Mannschaft so geil zusammenhalten kann. Und ich glaube, ein Zidane ist die Perfektion dafür, Bro. Der hat dreimal die Champions League gewonnen bei Real Madrid hintereinander. Überleg mal, what the? Das ist unglaublich. Ja. Viele sagen auch Hoeneß zum Beispiel, bei Stuttgart gerade aktuell, sage ich, ist noch zu jung, hat noch nicht zu viel gezeigt in seiner Karriere, wäre wieder viel zu riskant. Ich sag eigentlich nur Zidane, dann gibt's noch ein theoretisch Mourinho, aber der passt einfach nicht, weil er viel zu viel Sagen im Verein hat und das passt bei Bayern nicht. Deswegen ist für mich echt Xabi Alonso auf der 1 und Zidane auf der 2 und Mourinho auf der 3. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Aber merkst du was? Was fällt dir auch an den Dreien? Alle waren Weltklasse-Spieler. Mourinho war ein Weltklasse-Spieler, Bro. Ja, okay, Mourinho... Hat er überhaupt Fußball gespielt? War das nicht einer der dritte Liga oder so nur gespielt? Vierte oder so? Ach, ich weiß nicht. Bei Mourinho bin ich nicht sicher. Ich glaube, oder ich choke gerade. Nee. Nein, was fällt dir auf an den dreien? Alle drei Weltklasse, aber alle drei ziemlich schwer erreichbar für Bayern. Meinst du das? Alle drei nicht deutsch. Also außer Xabi Alonso, der kann natürlich ein bisschen deutsch. Bro, halbe Mannschaft von Bayern ist französisch. Ja, ich verstehe, aber wenn man jetzt Bayerns Historie anschaut, in den letzten 40 Jahren, also klar waren da auch ein paar Ausländer dabei. Carlo Ancelotti, ja. Aber selbst in Louis van Gaal ist ja dann Holländer und konnte sehr gut Deutsch. Zappatoni und so hat sich natürlich auch integriert und so, ne? Aber du weißt, was ich meine, diese Trainer, die jetzt am aller erfolgreichsten waren, Hansi Flick, Ottmar Hitzfeld, was hast du noch reingeworfen hier? Mit wem haben sie Champions League noch damals gewonnen? 2000? War das Ottmar Hitzfeld? Nee, warte mal, Bro, du hast mich voll aus dem Ding gebracht. Mit wem haben sie Champions League gewonnen damals in Wembley? Gegen Dortmund. Wer war denn da der Trainer? Gegen Dortmund? Tone, das musst du wissen. Pep. Nein, doch nicht Pep. Pep hat nie die Champions League gewonnen mit Bayern. Jupp Heynckes? War das Jupp Heynckes, Mann, ja! Der ist mir nicht eingefallen, gerade mehr, Mann. Ich war so auf dem Schlauch, ich habe ihn komplett vergessen. Jupp Heynckes ist natürlich die Legende. So. Danke fürs in die Pfanne hauen, Bro. Ich hab's ja auch, ich war ja auch, es ist langsam spät. Okay, ja, Tone, auf jeden Fall, ich glaube auch nicht, es wird auf jeden Fall ein ausländischer Trainer. Ne? Ja, genau. Okay, dann moin Jungs, Jonas 2504, wollte mal anmerken, dass wenn die deutschen Teams weiter so gut in Europa performen, der fünfte Platz der CL
Er meint wegen der Reform, die bald kommt, ist es auch gut für die Bundesliga, dass der fünfte Platz dann auch bei der Champions League quasi bei der Quali dabei ist. Mhm. Und was wir dazu sagen quasi, bei Leipzig Kannst könnte du es knapp werden. Mir das genau erklären? Also, ist einfach, es sind mehr wie Champions wahrscheinlich League. Ist es, dass es passiert? Das wird passieren, Bro. Das ist, glaube ich, sogar schon fix. Und es wird einfach mehr Vereine in der Champions League geben, mehr Spiele, mehr Geld für die UEFA Champions League. Das heißt mehr Umsatz, logischerweise. Das ist wieder kommerzialisierbar, alles. Und ach so, wegen der Reform. Ach so, genau. Ich war gerade auf dem Schlauch, wegen mehr Mannschaften in einer pro Gruppe und so. Und dann gibt es mehr Spieler in der Champions League-Phase und so, in der Gruppenphase. Das ist da dieses, die allgemeine UEFA Champions League-Reform. Ich dachte jetzt irgendwie wegen dem 4-Jahres-Ranking bekommt Deutschland einen Spot mehr. Genau. Ich war gerade woanders. Kurz und knackig, Bro. Reform, bin ich jetzt nicht so der größte Fan. Und dass in der Bundesliga dann fünf Mannschaften, also die fünfte Mannschaft auch noch, bei der CL sich qualifizieren kann, ist ganz cool. Aber mehr auch nicht. So, ich bin jetzt kein großer Fan davon. Sag ich ehrlich. Ist halt gut für das Team, weil dadurch mehr Einnahmen, Werbeeinnahmen, Ticketeinnahmen und alles. Die Frage ist, wenn das fünfte Team sich dann schafft, über die Quali auch noch für die Champions League zu qualifizieren, wie viele Teams kommen dann auch in die Europa League? Gibt es da auch eine Reform? Nein, oder? Weil bei Europa League spielt auch 100.000 Mannschaften mit. Ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Nicht, oder? Oder qualifiziert sich dann irgendwann der neunte auch noch für die Europa League? Aus der Bundesliga, nee, oder? Ich habe jetzt keine Reform. Ich bin auch, klar, Reform heißt nicht unbedingt immer schlecht, aber ich finde irgendwie, man liebt ja die Champions League so, wie sie ist. Oder wir sind damit aufgewachsen, so wie jetzt ist. So, klar, es verändert sich auch alles und ich finde es eigentlich auch, warum verändern, ne? Ja, ja. Am liebsten hat man alles, wie es ist. So, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber gut, Bro, dann wird es Zeit für ein Tic-Tac-Toe. Bist du bereit? Bayern, Champions League, Dortmund, Link City, Italien und Ancelotti. Ich habe jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, Tone. Nee. Ich warte die ganze Zeit, also wirklich nicht nachgedacht. Das heißt, oh Bäuerchen. Bro, du musst drei, du bist jetzt der Punkt, ich bin das Kreuz, das kannst du ja machen, wie du willst. Und wir müssen drei in einer Reihe quasi richtig haben oder auch nach unten, senkrecht. Wir spielen aber gegeneinander, das weißt du. Genau, wir spielen gegeneinander, das heißt, du fängst an, Bro, du kannst ja aussuchen, welches Feld hier machst. Warum fange ich an? Ich will Schnick, Schnack, Schuh spielen. Okay, komm, Schnick, Schnack, Schuh, komm. Schnick. Schnick, Schnack, Schluck. Stein. Mann, ich choke das immer gegen dich, weil du machst doch voll spät, Alter. Okay, ich fange an, oder? Ja. Ich nehme als erstes Ancelotti, Dortmund, Jude Bellingham. Spielt bei Real Madrid und auch bei Dortmund. Okay, also wurde unter Ancelotti gecoacht, so ist es gemeint, ne? Ja, genau. Wurde unter Ancelotti gecoacht und ist aber bei Dortmund gewesen, auch irgendwann mal. Bayern Ancelotti, ganz einfach, nehme ich auch mal Ribéry, oder? Bayern Ancelotti, Franck Ribéry. Hm? Okay, dann hast du Bayern Ancelotti. Gut, ich habe das hier. Dann, Italien Dortmund, oh! Immobile, Bro. Ciro Immobile. Hat auch bei Dortmund gekickt. Stark. Jetzt musst du übrigens das Feld da oben zumachen, sonst habe ich gewonnen. Ich weiß. Ich habe sie hier auf der Liste. City, Dortmund, Gündogan, mein Junge. Schade. Okay, jetzt muss ich UCL und Italien. Ach Mann, dir fällt's auf. Du hast einmal nicht gechoked beim letzten Mal. Jorginho hat die UCL gewonnen und die EM in einem Jahr. Wichtig und richtig. Hat auch UEFA-Fußball des Jahres sogar geworden, ne? Ja. Ja, jetzt wird's schwierig. Also ich kann jetzt, muss ja richtig choken, ey. Italien, Bayern. Sorry. Darf ich noch zurückziehen? Ich habe noch nichts gesagt. Nee, hast du nichts gesagt. Überlesen. Na, ey. Hä? Nee, du hast nichts gesagt. Du kannst noch zurückziehen. Achso. Okay, danke. Korrekt. Fair play. Da muss ich ja jetzt City Bayern sagen, weil sonst gewinnst du ja. Laut meiner Liste. Nee. Ich bin bei Italien. Ich habe ja Jorginho und Immobile. Wenn ich jetzt Italien Bayern habe. Nein, du hast zwei Optionen. Du hast mich outplayed. Ich habe dich outplayed. Ich habe Anton so outplayed, Freunde. Wow. Ey, das ist das Gleiche. Ich habe das letzte Mal, also dir ist das Gleiche, das letzte Mal passiert, ne? Ach Mann, ja. Ey, das macht ja so Spaß, okay. City Bayern mache ich jetzt einfach mal. Ja, darf ich auch theoretisch Pep sagen oder müssen es Spieler sein? Eigentlich Spieler, ja. Eigentlich Spieler, City. Da steht nichts von Spielern. Warte, City und Bayern.
Wen gibt's denn das Wort? Das ist ja endschwer. Ich muss dich jetzt einmal blockieren. Was ist schwerer für dich zu... Du kennst ihn. Also mein erster Call war Italien-Bayern. Bro, der hat Innenverteidiger bei Bayern gespielt. City Bayern. Der ist Jerome mit Vornamen. Ach so, ja, jetzt gib mir noch keine Tipps, Bro. Na, aber dann hast du auch fair gewonnen. Bro, jetzt hab ich gewonnen. So lange überlegt. Bro, ich hab gewonnen, weil ich hab dich outplayed. Was ich ist hätte FC Bayern, Italien. Jerome Boateng, hast du recht, ja. Jerome ist ein richtig guter Call. Jerome Boateng und ich hätte dich auch in der Tasche gehabt mit Italien. Bayern ist einfach Luca Toni. Easy. Freunde, Punkt geht an Gryffindor Tabak. Wichtig. Anton, das war mir eine Ehre. Es war voll parteiisch. Also hier irgendwas mit Bayern und komm. Links mal machen wir Barca Tic-Tac-Toe. Hey, Freunde, auch an die Amazon-Videopodcast-Hörer. Dankeschön fürs Zuhören. Es hat echt Spaß gemacht, die Folge. Die war echt lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Es macht echt riesig Spaß, Podcast-Folgen mit Anton aufzunehmen. Ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, Leute, ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr mit meiner Logik üben. Oder? Ja. Mann, das triggert mich. Ich bin so competitive. Ich werde heute nicht schlafen können, Tone. Nein, Spaß. Also hat mir sehr viel Spaß auch gemacht. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. So, ne? Ja. Look at the body. Yeah. Luca. Ciao, ciao.